Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing. Ja, lange ist es her, aber jetzt haben wir einen neuen Monat. Das bedeutet, neues Glück. Was steht da? Entgegenbringen, wir möchten Sie heute schönes Angebot. Ein Geschenk von Mama bekommen. Auch sehr schön. Oscar schickt bei Snoop Direct. Danke, danke. Gilliver war gestern da. Und Gilliver, der hat mir diese Schatzkiste hier geschenkt. Das fand ich auch sehr nett. Die sieht nämlich auch sehr gut aus. Rainer war einmal da. Da habe ich das da her. So, zeig mal her, was wir hier schönes haben. Kisten von Mama, okay. Und hier haben wir Pyramide. Zeig mal her die Pyramide. Ich bin gespannt, wie groß sie ist. Hier müsste sie dort passen. Oder? So groß ist sie doch nicht. Oh, ups. Hier ist die Pyramide. Oh, sehr cool. Sehr schön. Und das Kissen, wie sieht das aus? Oh, das ist auch niedlich. Das ist auch niedlich. So, als erstes schauen wir uns mal kurz die Season-Angebote an. Oh. Aber erstmal gucken wir in die Kiste rein. Okay, da ist nur Schrott drin. Oh. Hallo Automat, gib mir die 300 Punkte. Super. Super, super. Nook Shopping. Was haben wir denn Schönes? Ich guck mal ganz kurz, ob uns hier ein neues Poster entgegenkommt. Oh. Der sieht aber cool aus. Okay, den haben wir dann morgen. Den haben wir dann morgen. Animal Crossing kommt jetzt wieder jeden zweiten Tag. Bis ich alle Insekten und Fische gefangen habe, die neu sind. Oder wenn zwischendurch mal was passiert. Das ist so der Plan. Dann gehen wir mal kurz hier zum Nookie Bookie. Hier gibt es ja wohl auch was Neues, denke ich. Und nicht mal diese Surfbretter und Ventilatoren. Mann. Okay, tschüss. Ja, ja, ja. Außerdem habe ich wieder momentan extrem Pech mit neuen Unterwasserrezepten. Denn 8-mal hintereinander habe ich jetzt eine Perle bekommen. Das ist echt ein Graus, ey. Echt ein Graus, wirklich. So. Vielleicht arbeite ich auch in diesem Monat wieder etwas an der Insel herum. Aber nur vielleicht, Leute. Wenn die Lust da ist. Oh, Fruchtkorb. Ah, den haben wir aber schon. Okay. Ich hatte ja vielleicht sogar ein bisschen die Hoffnung, dass im September schon der Herbst losgeht. Aber ich glaube eher noch nicht. Leider. Leider noch nicht. Ich wollte gucken, wer auf der Insel jetzt ist. Denn Gilliver ist, glaube ich, nicht da. Gilliver war gestern da. Es wäre komisch, wenn er heute auch noch da ist. Ach, er ist auf der Insel. Okay. Oh, ich habe keine Lust auf seinen Angeltest. Tut mir leid. Sein Angeltest ist nämlich kacki. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken mal ein bisschen herum, ob es irgendwas Neues im Wasser gibt. So, hallo Aal. Vollkommen daneben. Jetzt aber. Oh, da habe ich das. Super. Oh, den haben wir aber schon. Die Nasenmuräne. Ich erkundige mich auch erst nachher oder morgen, welche Fische es jetzt hier gibt und welche nicht. Deswegen angeln wir jetzt einfach mal so ein bisschen herum. Obwohl, vielleicht können wir es ja selbst herausfinden. Warte, ich guck mal ganz kurz hier. Faune BD. So. Oh, das sieht aber eher aus wie Flussfische, oder? Fluss? Fluss? Okay, ich glaube, ich sollte es eher im Fluss versuchen. Wasserfall könnte auch sein. Dass die im Wasserfall sind. Wo warst du? Fluss. Du warst auch Fluss. Du auch.
Okay. Habe ich hier denn noch einen Fluss? Boah, einen kleinen. Sonst muss ich mir irgendwann die Tage noch mal einlegen. Vielleicht. Oh, da haben wir schon was. Komm her, kleiner Fisch. Du willst doch bestimmt in meine... Oh, ich hab zu früh. Ah, Mist, 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 Mist. Oh, hier haben wir auch noch einen kleinen. Einen kleinen Fratz. Ich habe außerdem die Tage Venom geschaut. Ich war ja immer der Behauptung, dass Venom einfach nur der schwarze Spider-Man ist. Aber es ist ja ein Alien, das ist ja was ganz anderes als Spider-Man. Ja, das habe ich gelernt gestern. Cool, ne? Finde ich auch. Habe ich sehr gut gelernt. Bin ich auch sehr stolz darauf, dass ich das herausgefunden habe. Ich wusste auch nie, ob er jetzt gut ist oder nicht gut ist. Oh, ich habe was. Ein Lachs. Wir haben ein neues Ding gefangen. Ja, Leute. Sehr schön. Den Lachs haben wir gefangen. Also, wir gucken mal hier in der Fauna PD nach, ne? Hier ist er. Ach, guck mal. Den gibt es nur im September. Oh mein Gott. Flussmündung. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, den gebe ich ab hier mit dem Gemälde. Eben. Du, hallo Eugen. Hoch! Oh ja, ich bitte um Pardon. Guten Morgen bereits. Willkommen im Museum von Nimmerland. Ich werde was stiften. Farbe, was gedenken Sie denn zu stiften? Den Lachs, bitte. Das ist doch ein Lachs. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesem Lachs. Sehr gerne. Ah, Lachse, wussten Sie, dass Ihre Färbung durch Ihr Futter begründet ist? Oh ja, Je mehr Krustentiere Sie fressen, wie etwa Krill und Garnelen, umso dunkler wird Ihre pinke Färbung. Da fragt man sich, wenn Sie einen Buntkarotten fressen, würden sie dann wohl orange? Und das war's im Groben. Toll, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Aber Bildungsauftrag erledigt, Leute. Ja, ich habe noch was Kleines für dich. Ein schönes Gemälde. Ein Gemälde. Was? Ist das etwa ein Wellengemälde? Authentisch und verfälscht? Kein Zweifel. Welch herrlicher Anblick. Mehr noch. Als ich je zu träumen wagte, ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Kuratoren-Ehrenwort. Zudem werde ich eine Hinweistafel installieren mit wissenswerten Informationen über Ihre Spende. Bitte schauen Sie später wieder vorbei. Kann ich Ihnen noch mit irgendetwas helfen? Nee, danke. Gut, dann schauen wir uns schnell das Gemälde an. Hallo. Der Kerl, der für diese Vertraut-Statue Model gestanden hat, sieht volle Kanne nachdenklich aus. Ich sitze auch immer so da, wenn ich gerade an einem neuen Song arbeite. Komponieren ist kein Kinderspiel. Manchmal denke ich so doll nach, dass ich Kopfweh kriege. Das sind die Schattenseiten des Promisarseits. Echt jetzt? Das edle Teil dort hast du gespendet, Hüppi? Finde ich voll supi von dir. Aber du bist halt auch voll supi. Ja, danke, danke. Da wollen wir dann dieses kleine. Ach, hier ist es. Wellengemälde. 36 Ansichten des Berges Fuji. Was? Die große Welle von Kanagawa. Katsushika Hokusai. Um 1831. Farbholzschnitt. Das wohl bekannteste Werk des damals über 16-jährigen Ukiyo-e-Künstlers Katsushika Hokusai. Obwohl im Titel von 36 Ansichten die Rede ist, erhöhte er die Anzahl um 10 weitere auf insgesamt 46. Da muss ich mal eben ganz kurz genauer drauf gucken.
36 Ansichten? What? Verstehe nicht, Leute. Fuji, ich sehe da den Berg Fuji nur einmal, wenn ich ehrlich bin. Naja, Leute. Das war's mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt aber Lego Harry Potter. Und übermorgen dann wieder Animal Crossing. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.